Die Ukraine benötigt laut Präsident Selenskyj noch mehr Waffen, um der russischen Übermacht im Donbass im Osten des Landes begegnen zu können. Die ukrainische Armee sei den Angreifern zahlenmäßig und in der Ausrüstung weiterhin unterlegen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Selenskyj sprach von einer Situation vor Ort wie in der Hölle, die mit Worten nicht zu beschreiben sei. Derweil meldeten ukrainische Behörden russischen Raketenbeschuss einer Flugabwehrstellung in der Nähe der Westgrenze zum NATO-Mitglied Polen. Und wir vertiefen das mit Paul Pietras in Kiew. Raketeneinschlag also im ukrainischen Grenzgebiet nahe Polen. Ist das Teil der Militärstrategie? Ja, ganz sicher ist das Teil der Strategie. In diesem Fall wurde eine militärische Einrichtung getroffen. Über Schäden wird in diesen Fällen nichts bekannt gegeben. Es gab mehrere solche Langstreckenangriffe, die in dem Fall aus dem Kaspischen Meer gekommen sein sollen, im ganzen Gebiet der Ukraine. Nicht alle haben ihr Ziel gefunden. Und es, auch in der Vergangenheit haben solche Angriffe schon einzelne, sag mal, Nadelstiche gesetzt und wichtige Einrichtungen beschädigt. Ich glaube aber, dass es für uns nicht leicht zu durchschauen ist, welche Militärstrategie dahinter steckt. Was auf jeden Fall klar ist, ist die Wirkung auf die Bevölkerung. Denn hier fährt jetzt gerade ein lauter Trecker vorbei. Ich hoffe, man kann mich trotzdem noch hören. Also die Bevölkerung wird natürlich in der gesamten... Wunderbar. Die Bevölkerung wird natürlich in der ganzen Ukraine dadurch eingeschüchtert. Die Wirkung ist und soll sein, nirgendwo in der Ukraine kannst du dich sicher fühlen vor Angriffen. Die ukrainischen Truppen sollen nun aber auch die russische Armee in der südlichen Region Cherson nach eigenen Angaben weiter zurückgedrängt haben. Was ist denn darüber bekannt? Das Bild ist etwas uneinheitlich. Es ist bekannt, dass die Ukraine besetztes Gebiet rund um Cherson zurückerobern will. Es ist auch wichtig, dass Präsident Selenskyj einen militärischen Erfolg früher oder später vorweisen kann. Die russische Seite hat jetzt Truppen zusammengezogen und es mehren sich die Anzeichen, dass sie mehr Truppen zusammengezogen haben, zum Beispiel auf der Halbinsel Krim, als man für die Verteidigung eigentlich braucht. Insofern rechnen jetzt Experten schon damit, dass es vielleicht auch vereinzelte Angriffe geben könnte. Etwas klarer sind die Informationen, die von der britischen Seite, vom Geheimdienst und Verteidigungsministerium hier wieder kommen. Sie sprechen davon, dass eine wichtige Versorgungsbahnlinie für die russische Seite beschädigt worden ist. Das dürfte es dort schwieriger machen. Gleichzeitig rechnet man damit, dass mehr und mehr Zivilisten, die noch in Cherson sind, also im russisch besetzten Gebiet, diese Stadt dann auch verlassen, weil einfach abzusehen ist, dass es dort sehr heftig zugehen wird. Nun gibt es auch wieder Sorge um ein Atomkraftwerk, dass es in militärische Konflikte geraten könnte. Das AKW in Saporischschja, das größte in Europa, ist aktuell von den Russen besetzt. Muss man sich Sorgen machen? Besteht eine realistische Gefahr für Europa? Also Sorgen machen, ob man sie sich muss, weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall Stimmen, die Besorgnis ausdrücken. Es ist davon die Rede, dass die russische Seite dieses Atomkraftwerk, was sie mit eingenommen haben, als Schutzschild nutzt. Also dort Artillerie und andere Gefechtsstellungen in Stellung bringt, weil sie wissen, sie können eigentlich dort nicht angegriffen werden. Die ukrainische Seite kann da eigentlich nicht Gegenwehr leisten. Wiederum behaupten die Russen, dass genau das schon passiert sei. Und jetzt hat sich der IAEA-Chef der Atomenergiebehörde Grossi geäußert, große Besorgnis geäußert und gesagt, hier sind so ziemlich alle Regeln verletzt worden und so könne es nicht weitergehen. Es ist nicht ganz klar, wie wahrscheinlich dort ein Zwischenfall ist, aber da dieser Zwischenfall ja auf jeden Fall große Auswirkungen hätte, ist es natürlich relevant. Schauen wir noch kurz auf gestern. Da stufte das russische Gericht das Azov-Regiment als Terrorgruppe ein. Wie wird das in der Ukraine aufgenommen? Ja, natürlich sehr kritisch. Einerseits hat ein verbliebener Anführer, wenn man so sagen kann, des Azov-Regiments Rache geschworen. Es ist allerdings ganz gar nicht klar, was davon quasi noch übrig ist von diesem Regiment, denn die allermeisten Kämpfer sind ja entweder in Mariupol gefallen oder dann als Kriegsgefangene auf die russische Seite haben sich ergeben und haben eigentlich zugesichert bekommen, dass sie Kriegsgefangene sind. Und genau daran will jetzt auch die ukrainische Seite natürlich festhalten und der Berater des Präsidenten hat darauf gedrungen, dass es dabei auch bleibt.
Was bedeutet das denn konkret für die ukrainischen Kämpferinnen und Kämpfer des Regiments? Das bedeutet konkret, dass sie jetzt befürchten müssen, dass sie eben nicht mehr als Kriegsgefangene nach den Rechten der Genfer Konvention eingeschätzt werden und dass sie eben als Terroristen auch Strafverfolgung befürchten müssen. Es ist so geregelt im humanitären Völkerrecht, dass Kombattanten nennt man das, also Menschen, die in der Armee teilnehmen an Kämpfen, nicht zu befürchten haben, dass sie vor Gericht gestellt werden deswegen und dass sie, weil sie gefangen genommen werden, auch darauf hoffen dürfen, den Gefangenenaustausch zu bekommen. Und beides wird eben für Nicht-Kombattanten nicht gewährleistet. Und dazu zählen nach allgemeiner Auffassung eben auch Terroristen und Söldner. Mhm. Und genau das wird Russland absehbar versuchen, über dieses Terrorismusurteil zu nutzen, um die Azov-Kämpfer vor Gericht zu stellen. Obwohl die Merkmale, die dafür im Völkerrecht beschrieben sind, eigentlich nicht erfüllt sind. Also das Azov-Regiment ist schon länger Teil der ukrainischen Armee und auch erkennbar als solches. Und das sind zwei Merkmale, die erfüllt werden müssen, um in den Kriegsgefangenenstatus dann zu kommen. Vielen Dank für diese Einschätzung aus Kiew, Paul Pietras.